Willkommen zurück auf unserem Mimimi-Felsen hier in Ark Genesis 2. Es sieht schon stark aus, oder? Jetzt haben wir so eine Art Sonnenaufgang. Ist natürlich alles künstliche Sonne und dergleichen. Ich find's extrem krass, dass wir hier beim Himmel immer eine andere Planeten und dergleichen sehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also es ist wirklich so die Reise durch den Weltraum sozusagen. Ich bin überlastet. Das heißt, wir sollten uns jetzt hier oben mal ein, zwei Sachen hinbauen. Ich hoffe, dafür habe ich genug Zeug, sodass wir dann auch entsprechend schon mal ein bisschen was platzieren können. Also, S plus Foundation. Wo sind die? Moment. Da ist, glaube ich, was nicht ganz, ganz, nicht ganz, ganz. Die habe ich gelernt. S plus Thatch Foundation. Habe ich aber nicht im Angebot. Doch, Blindfisch. 7 Stück, naja. Machen wir mal nicht ganz so viele. So, 4 reichen. Dann können wir da schon mal hier so ein kleines Superhaus hinbauen mit fantastischem Ausblick. So, wie gesagt, soll jetzt auch kein wirkliches Haus werden, sondern einfach nur, dass man da eine Kiste drauf platzieren können. Für die fehlt mir noch ein bisschen Holz. Holen wir, machen wir, tun wir. Kann ich auch beide gleichzeitig fällen? Nun. Aber es kommt dann doch eher Stroh raus als Holz. Okay. S plus Kiste. Zack. Dann kurz überlegen. Den Schlafsack kann ich noch nicht bauen. Mangels war laut. Moment. So. Naja, machen wir es mal hier hinten hin. Jo. Rein da. Ihr seht, ich habe die Stack Sizes ein bisschen erhöht. So, wir haben schon ein bisschen Fleisch. Stimmt, von der Spinne. Was fehlt mir für ein Feuer? Lass mal kurz gucken. Stein und Stroh. Na gut, Stroh habe ich gerade reingelegt. Dann brauche ich ein wenig Stein. Den nehmen wir hier. So. Leben kam da raus. Huch. Faszinierend. Lehm, Metall geht rein. Thatch nehmen wir raus. Einmal Feuer. Gut, dann haben wir das. Das können wir reinschmeißen, das können wir reinschmeißen. An damit. Alles Klärchen. Und dann sollte ich eigentlich im Grunde mal gucken, ob ich nicht unten irgendwas finde, was ich umwatzen kann. Resistenz machen wir ein bisschen hoch. Was wäre jetzt... Ja, ich brauche Level. Sprich, ich muss irgendwas töten. Ich brauche bessere Waffen. Wie weit kommen wir denn hier? Da, das einfache Bett bauen wir uns auf jeden Fall noch. Das Super Spyglass haben wir drin. Lass mal überlegen. S plus Mortar and Pestle. Das ist auf jeden Fall gut zum Leveln. Das sollte ich vielleicht mir gerade mal gönnen. Und die Narkosemittel kriege ich schon nicht mehr. Schade. Okay, aber wichtig ist erstmal das Bett. Kriege ich das denn hin? Warte mal, wie viel Haut hatte ich denn? Gar keine, ne? Ach, da kam ja nur Chitin. Kickste, das ist kacke. Okay. Kickste, das ist kacke. Dann mache ich jetzt mal hier... Warte. Wie finde ich denn den Kack hier dann jetzt wieder? Sekunde P war das mit den Punkten, ne? Wir sind ungefähr bei... ich sag mal... 58... 17? Oh. Andersrum. 58, 17. Ich werde es irgendwann mal lernen. Boom. Und das mit der 17 scheint... Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht.
Ich, keine Ahnung, bin ich zu dumm oder da ist doch irgendwas komisch. Entfernen. Hinzufügen. Also 58 hat schon mal gestimmt und dann sind wir hier dann nicht, wenn das nicht 17 ist, sind wir dann bei 25 nach dem Home. Hab ich was Falsches eingegeben? Nochmal. Jetzt haben wir es gleich. 58. Immer mal 18. Oder immer mal 19. Home. Ganz eigenartig. Ganz eigenartig. Dann ist es eher 20 schon oder sowas. Also 58. 20, Home, 2, nenne ich es jetzt mal. So, und dann machen wir hier bei P, Home, weg. So, der sitzt tatsächlich. Aber auf 20 sind wir eigentlich nicht. Naja, wie dem auch sei. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das überlebe. Da ist ein Spino, das überlebe ich nicht. Ich erwarte halt irgendwie gleich von so einem Shadow Main weggesnackt zu werden oder dergleichen. Da sind kleine Dinos, das sieht doch nach... Oh, sind das Drodons oder... Lass mal gucken, aber die könnte ich mit einem guten Schlag wegbekommen. Das sind Drodons hier. Okay. Ach! Wo seid ihr denn jetzt? Schlecht. Ach Gott, da kommen noch ein paar mehr. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ich habe ja verstanden. Ja, Mann. Du schaffst es, Kumpel. Aha. Ja. Ist klar. Warte, was ist denn da unten? Sekunde. Hier, da bin ich relativ nah. Hier, guck mal. Uncanny. Alles klar. Das heißt so viel wie kann nix. Respawn. Man hat zum Glück immer wieder seinen Kackanzug. Ach, gucke. Ob ich den wohl? Was bist du denn für ein Level? 50, Mate Boost. Schwierig. Oh, ganz viele. Moment, da ist irgendwas. Was ist... Was ist denn hier los? Was haben die denn für einen Buff? Mit was kloppen die sich? Aber da sind definitiv tote Tiere, das ist sehr gut. Aber was haben die denn da für einen Buff gerade gehabt? Oh, hallo. Ich... Ach! Nicht gut. Shit! Moment. Ach, scheiße. Ich will doch nur die Leichen haben.
So, lass mich mal. Lass mich doch jetzt mal zu den Leichen. Ach, lass mich raten, das haben die Kackviecher jetzt schon gefressen, hier, was hier lag, oder? Shit. Okay. Läuft. Rückwärts und bergab, aber läuft. Aber ein bisschen Haut wäre echt nice. Scheiße. Okay. Wir gönnen uns mal ganz kurz. So, da waren wir zu Hause. Dann kann ich wenigstens meinen Loot wiederholen. Ich hoffe, ich sehe meinen Loot-Marker. Meinen Leichenmarker quasi. Meine Fresse. Ist wirklich weit, ne? Die Map ist einfach riesig. Alles klar, da sind wir. Oh, da unten ist ein Baum umgefallen. Ist ein super Zeichen. Und ich bin immer noch erschöpft. Jetzt habe ich diesen Erschöpft-Status nicht mehr erst. Huch, oh. Durch das Blatt durchgefallen. Gib her die Kacke. Auf Wiedersehen! Nö. Warum waren die auf einmal aggro? Nicht jetzt bewusstlos werden, nicht jetzt bewusstlos werden. Pass auf die Rüstung, die geht eh nicht noch kaputter quasi. Alles klar. Gut. Wir kommen richtig gut voran, ne? Also. Nächste Mal, ne? Nächste Mal. Ich brauche nur ein bisschen Haut, verdammt! Ist denn hier nicht irgendwas, was einfach zu töten ist? Irgendein Dilo oder sind gleich alles mindestens Arsch? Hier ist eindeutig gleich alles mindestens Arschloch. Unter Arschloch gibt es hier keinen Dino. Unter Level Arsch. Das wird wirklich die allergrößte Herausforderung, hier irgendwas zu finden. Oh, Mantis. Na klar. Hier ist wirklich alles Arsch. Ja, ich wollte ja very hard. Ist ja gut. Ich hatte nur gedacht, dass irgendwo eine kleine Ecke ist, wo du auch mal einen Parasaurus findest oder irgend sowas halt, was du, wo du sagst, das gibt mir Haut. Ein Opfer. Einfach nur ein Opfer. Wenn ich ja wenigstens schon einen Pfeil und Bogen hätte, ne? Kann ich aber noch nicht, ne? Slingshot, hier ist Bola, da ist Pfeil und Bogen. Die drei Sachen, dann wäre es gut. Dann könnte ich mir so ein Pteranodon mal bolan oder irgend sowas, ne? Aber auch da brauche ich erstmal Haut für. Also Bola ohne Haut ist ja nicht. Wir könnten Bronto legen. Ist das denn so fassend, ey? Irgendwas. Da lagen da schon mal schöne Leichen. Und dann sind da gleich diese Kack, dann sind da gleich diese Kack-Riesenameisen. Das ist sehr, sehr belastend. Da ist ein Dimorphodon, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ne, das ist ein Archeop. Ne, das ist ein Clowtail. Gut, ich hätte natürlich den, aber gut, da waren auch die Ameisen. Oh, schon wieder ein Mantis. Ich hätte diesen Balbdog da töten können. Da ist ein Allo da hinten. Oh, ist das krasser Scheiß. Ich komme überhaupt nicht voran. Ich glaube im Zweifelsfall. Alter. Wie viele auch gleich, ne? Wie viele? So Allo-Rudel mal, ne? Das sind wirklich mal Rudel. Ich fürchte fast, wir müssen doch drüben spawnen, im schönen Gebiet. Da ist ein Dilo. Ist es denn wahr? Dilo? Ah, ich hab's schon gesehen, da ist schon wieder so eine Schreckschraube. Boah, der sieht schön aus. Das sind diese neuen Skins. Himmel! Jetzt habe ich meinen Speer weggeworfen vor lauter Schreck. Kann ich einen neuen bauen? Holz. Moment.
Der Dilo ist auch, der Dilo ist auch größenwahnsinnig gewesen. Alles klar, habe ich. Oh, 12 Leder weh, weil dieses Scheiß wieder schon wieder dran rumgenagt hat. Ich hasse dich, du Kackvieh. Wie viel hält die überhaupt schon wieder aus? Oh, und ich poche. Da watschelt was, da watschelt ein Opfer. Du, es tut mir jetzt so leid, ne? Ich würde sowas nie tun, ihr wisst es. Nie. Es ist... Es ist... Es ist einfach schlimm. Ich schäme mich. Ich fühle mich... Das weggepackt? Spiel! Du Arsch! Nur so als Frage, wie viel braucht man eigentlich für ein Bett? Ich habe die Alus gesehen, keine Angst. Ach, 40. Ist ja ein Schnäpper. Moment kurz. Sollte übrigens gleich mal zurück zu meinem Lagerfeuer und mir das hoffentlich gut durchgegrillte Fleisch raus. Oh! Oh ne, ich höre so schon wieder die Arschgeigen. Das Fleisch dann mal rausholen. Ey, ich brauche einfach nur Haut. Was bist du da? Warte, 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 warte. Ach nix. Ich dachte, da wäre noch ein, wäre auch noch so ein Klo-Viech gewesen. Das ist auch nur eine Pflanze. Die leuchtet halt alles. Schildkröte. Level 140. Ja, da brauche ich 25 Speere. Scheiße. Es sieht schön aus. Es sieht einfach total schön aus. Ist aber auch alles. Och, ja, ne? Das sieht nicht gesund aus. Weiß nicht, ob ich da... das sieht nicht gesund aus. Huha! Habt ihr zufällig irgendwas frisch erledigt oder so? Also die neuen Skins gefallen mir ja mal richtig gut, ne? Die neuen Farben und so. Das sieht mega cool aus. Oh yes, Opfer. Mücken. Überall. Drodon. Oh, da wird was. Was habe ich, warum habe ich... Ach du je. Das war der Shadow Man. Mich wundert es übrigens, dass ich das gerade überlebt habe. Und ich bin augenscheinlich mit Shadow Man in der Fresse nach oben gesprungen. Kann das sein? Ich bin geflogen, obwohl ich so einen Shadow Man an mir kleben hatte. Interessant. Da ist es passiert, das erste Mal. Okay, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir derart am Struggeln sind, bis wir mal das erste... Tier finden, was ich eventuell töten könnte. Vielleicht spawne ich doch einfach neu im nicht ganz so harten Gebiet. Dann haben wir es hier jetzt mal gesehen. Ich bin ja für alles. Alter. Huch!
Okay, pass auf. Ich spawn im neuen Gebiet. Ich hab's probiert. Es war mir eine Ehre. Oh. Oh. Nun. Ich lebe. Meiner Seite schon wieder Shadow Main. Ja, pass auf. Ja, die Richtung stimmt. Das ist ja famos. Da unter diesem bunten Kringel hänge ich, glaube, ne? Alter, bin ich im Arsch, ne? Wie viel Leben habe ich noch? Ich möchte gar nicht drauf. Vier. Also ich gehe mal davon aus, ich bin mit guten 1 bis 2 Leben aus der ganzen Sache rausgegangen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo meine Basis war, ne? Ja, da. Wow. So, ich nehme dann mal ein Steak. Ich nehme dann mal ein Steak, da geht's gleich viel besser. So, einmal an damit. Dann bauen wir uns hier ein formschönes Bett hin. Sobald ich das Zeug dafür habe, da brauchen wir so ein bisschen Holz. Also, gib das her. Die möchte ich eigentlich echt ungern fällen, ne? Hier, das kann mal weg. So, die Sprintfunktion ist auch inbegriffen. Bei der Rüstung. Das ist ganz nice. So, jetzt müssten wir eigentlich ein Bett bauen können. So, sehr gut. Und mit den Leveln, die wir haben, müssten wir jetzt eigentlich auch einen Bogen bauen können. Bola, Bogen, Pfeile. Und das letzte, was ich vorhin lernen wollte, waren die Narkosemittel. Kann ich schon wieder nicht lernen. Warte doch, Moment, geht. Zack, Level. Und dann gehen wir hier auch nochmal auf Gewicht. Sehr gut. Und jetzt gehen wir hier auf das Narkosemittel. Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Bluttransfusionsset. Ich nehme es auch mal, ganz ehrlich. Da vielleicht mal ein bisschen was parat zu haben für den Notfall. Wenn wir mal wieder so rumpochen wie gerade eben. Auch nicht das Allerdümmste. Ja, Gammelfleisch habe ich keins mehr am Start. Aha. Semi-gut. So, hier. Einfach scheißegal. Also dann das rein. Den ganzen Kram. Moment, halt, das hier schnappe ich mir gerade. Das schnappe ich mir auch. Da bauen wir uns gleich ein paar Bohlen. Also, wenn wir auch Fiber brauchen, nehme ich an. Das kann dafür rein. Und wir bauen uns jetzt ein paar Pfeile. Den Bogen und noch ein paar Bohlen gleich. Die Eisendinger lasse ich natürlich erstmal liegen. Also gut, jetzt mit Bolas plus Bogen könnte es sein, dass wir dann doch Land sehen. Mal gucken. Müssen wir echt mal schauen. Oh, das war nur so ein Vieh. Okay. Alles klar, dann geht's. So, dann hier. Mal 5 Bolas. Den Bogen, da machen wir gleich 2 Stück. Wasser, Dings brauchen wir jetzt noch nicht. Wir sprinten wieder, wie die Weltmeister. Ach Gott. Das Sprinten geht immer nur geradeaus. Da muss man aufhören zu sprinten, dann die Kameraperspektive wechseln und dann kann man wieder sprinten. Und dann kommt man auch trotz Überladung voran mit dem Tech-Suit. Das Ding ist schon echt, also das ist wirklich sehr über. Wie oft wäre ich jetzt schon gestorben, wenn ich diesen Tech-Suit nicht hätte?
ernsthaft. Wirklich, weiß nicht. Bin hart am Überlegen, ob ich das jetzt so gut finde oder nicht. Es ist schwierig. So, Pfeile gönnen wir uns auch nochmal eine Handvoll. Fackel ist tatsächlich überflüssig. Es ist nachts hier ganz schön hell. Gut, es wird. Es wird. So langsam sind wir ausgestattet. Dann müssen wir jetzt nur noch ein bisschen versuchen, was zu erlegen. Stichwort Pteranodon da gleich vielleicht. Da können wir nochmal ein bisschen Haut und Fleisch rausholen. Ja, komm, das reicht erstmal. So, das da rein, die können wir auch mal einlagern. Brauche ich jetzt gerade nicht mehr so hart. Hier, komm, Superskin muss sein. Das brauchen wir auch nicht. Haut können wir auch erstmal einlagern. So, und dann würde ich jetzt nämlich gucken, ob ich den tatsächlich noch kriege. Auf der 7 habe ich die Bolas. Der lief doch hier gerade rum. Eventuell ist er natürlich auch schon wieder abgehoben. So viel Zeit, wie ich mir gelassen habe. Ah, der scheint weg. Ah, da. So. So, ich brauche jetzt vorrangig Fleisch. Leder ist natürlich auch immer gut, gar keine Frage. Aber ich brauche jetzt vorrangig Fleisch. Ich möchte das ein bisschen verderben lassen. Dann können wir uns ein paar Narkosetöpfe herstellen. Und relativ, was hat er denn jetzt? Oh, Wasser. Ja, gleich. Inventar. Stapel. Alles aufteilen. So, dann hole ich mir gerade mal ein bisschen Wasser. Mal eben schnell, weißt du Bescheid. Ich brauche keinen Trinkschlauch. Du verhungerst. Das ist aber gut. Wie war das mit Wasser hier in der Gegend? Na komm. Hallo? War klar. Das Spiel verlangt komische Sachen von einem. Man muss einfach tauchen, um zu trinken. Gut, gut, gut. Kurz sortieren, kurz überlegen. Das ist... Ich... Das... Du bist doch angeblich ein Überlebender. Halt die Fresse! Das war doch so ein Unterwasserskorpion. So ein, ich hau dich einmal und du bist sofort betäubt, Scheißvieh. Willst du mich dissen? Was machen die denn an Land? Ja, komm mal her. Überladen. Ist dieses Spiel ein Arsch? Das ist mit Arsch doch schon nicht mehr zu beschreiben. Was machen denn diese Viecher an Land? Was machen diese Viecher an Land?
nicht nett. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und so ihr denn mögt, gerne auch auf twitch.tv/koyaletsplay. Ja, dienstags, donnerstags und freitags um 20 Uhr sowie montags um 14 Uhr mit wesentlich weniger Fails als hier. Naja, ich würde das gar nicht mal als Fails beschreiben. Alter, ist das Spiel knallhart zu mir gerade heute. Sauber, aber hey, das ist Progress hier, den wir jetzt gerade erlebt haben. Hammerhart. Ich bin immer noch überlegen, ob wir nicht doch im leichten Gebiet noch was bauen. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Bis dann. Tschüss. Hilfe. Ich will hier raus.